Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Captain Joe und heute nehme ich euch mit auf eine zauberhafte Reise, die die Schönheit der Natur und Kreativität verbindet. Unser Thema: Sternschnuppen. Sternschnuppen sind ein besonderes Phänomen, das man nicht jeden Tag beobachten kann. Du kennst das sicherlich. Wenn man eine Sternschnuppe sieht, dann darf man sich was wünschen. Diese kleinen Lichtblitze am Himmel sind Hoffnungsträger, die uns daran erinnern, dass es manchmal mehr gibt, als wir mit bloßem Auge sehen können. Kein Wunder, dass Sternschnuppen so viele Geschichten, Gedichte und Bilder inspirieren. Sie lassen unsere Kreativität erleuchten und erblühen. Heute zeige ich euch, was Sternschnuppen sind und wie ihr euch auf eure nächste Sternschnuppennacht vorbereiten könnt. Außerdem erfahrt ihr, wie sie mich inspiriert haben und wie sie eure Kreativität vielleicht beflügeln könnten. Also bleibt dran und lasst uns die Magie der Sternschnuppen entdecken. Lasst uns loslegen. Als Meteor wird das Aufleuchten eines Himmelskörpers bezeichnet, wenn er in der Atmosphäre verglüht. Umgangssprachlich sagt man dazu Sternschnuppe. Egal unter welchem Namen, es sind kleine Teilchen oder Steinchen aus unserem Sonnensystem, die mit mehr als 200.000 Kilometern pro Stunde Richtung Erde rasen. Oft sind sie nur ein paar Millimeter groß und deswegen auch keine Gefahr. Wenn sie in die Erdatmosphäre eintreten, werden sie und die Luft durch die starke Reibung so stark erhitzt, dass es leuchtet. Besonders prominent sind die Perseiden. Ein Meteorstrom, der jedes Jahr im August auf die Erde trifft. Das ist ein besonders guter Zeitpunkt, um Sternschnuppen zu beobachten. Ich mag es sehr, Nächte draußen zu verbringen und beim Einschlafen in den Himmel zu schauen und Sterne zu beobachten. Oft passe ich dabei aber den Zeitpunkt für Sternschnuppen gar nicht ab. Das heißt, in solchen Nächten sind Sternschnuppen natürlich eher rar gesät. Und deswegen kann es ziemlich lang dauern, bis man so einen magischen Moment von einer Sternschnuppe zu sehen bekommt. Es kann passieren. Manchmal sind sie auch Satelliten, da darf man sich nicht von ablenken lassen. Wenn man dann eine richtige Sternschnuppe sieht, dann weiß man es erst so richtig zu schätzen. Diesen Moment habe ich für mich mit dem Begriff Sternentaugold festgehalten. Ich habe einen Liedtext geschrieben und in den Strophen beschreibe ich diese Sternschnuppennacht, die man mit einer anderen, vielleicht auch sehr besonderen Person gemeinsam verbringt. Das Endergebnis klingt so. Die Vollversion habe ich euch auf YouTube hochgeladen und verlinkt. Viel Spaß damit! Die ganze Nacht sinken weiter in den Blick, der sich heute nicht mehr schließt. Langsam wird es kühl, Kälte, die ich heute nicht fühl, denn im Sternenschein lieg ich nicht allein. Sternentaugold. Sternschnuppen gibt es häufiger, als ihr denkt. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann googelt ihr natürlich vorher. Die Perseiden Mitte August sind zwar am bekanntesten und über das ganze Jahr verteilt gibt es immer mal wieder Meteoritenströme und man kann am Nachthimmel Sternschnuppen sehen. Also, das heißt eigentlich nur rausgehen und Daumen drücken, dass es eine klare Nacht wird. Sucht euch einen Ort mit wenig Lichtverschmutzung, am besten auf dem Land oder auf einem Berg, so dass das Licht der Stadt euch nicht die Sicht vermiesen kann. Klare Nächte können kalt werden, deswegen braucht ihr auf jeden Fall die passende Ausrüstung, damit es auch eine angenehme Nacht wird. Ich empfehle neben warmen Klamotten auf jeden Fall eine Isomatte, ein Kopfkissen, eine Filzdecke oder einen Schlafsack. Und eine leichte Mütze ist sicher auch nicht schlecht. Ansonsten natürlich was zu trinken und ein paar Snacks schaden sicher auch nicht, denn die Nacht könnte ja länger werden. Ansonsten dürft ihr eure kreative Ausrüstung nicht vergessen. Vielleicht ein Fotoapparat, euer Notizbuch, was zum Malen, zum Schreiben. Das würde ich euch zumindest empfehlen. Und hier ein Tipp für kreatives Schaffen in der Natur, der sich bei mir bewährt hat. Als erstes sucht ihr euch einen Platz in der Natur, an dem ihr euch wohlfühlt. Ich habe hier meinen gefunden, einen Stuhl auf einer Lichtung, mitten im Wald, mit Blick in den Wald.
Und wenn ihr gemütlich sitzt, dann beobachtet die Umgebung und notiert Eindrücke, Gefühle, Geräusche, Gerüche, alles, was um euch herum passiert, was ihr denkt, was ihr fühlt, in einem Notizbuch. Anschließend sortiert ihr diese Eindrücke. Man kann das in einer Mindmap machen, man kann die zusammenschreiben und schaut einfach mal, welche Eindrücke gut zusammenpassen. Anschließend schreibt ihr aus den Eindrücken, die ihr gesammelt und sortiert habt, einen persönlichen Text. Das kann eine Geschichte sein, ein Lied, aber vielleicht wird es auch ein Bild. Also lasst eurer Kreativität an dieser Stelle freien Lauf. Eine Anleitung für diese Übung findet ihr auch auf meiner Homepage abenteueroase.de. Die habe ich euch natürlich verlinkt. Geht raus, werdet kreativ und teilt eure Erlebnisse und Ergebnisse entweder in den Kommentaren mit uns oder auch auf Instagram. Lasst uns gemeinsam die Magie der Sternschnuppen erleben und teilen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Teilt dieses Video gerne mit euren Freunden und lasst mich in den Kommentaren wissen, ob es euch gefallen hat. Ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.